Hallo und willkommen zu dieser geführten Meditation zum Einschlafen. In diesem Video wirst du auf eine transformative Reise gehen, die darauf abzielt, dir dabei zu helfen, die Kontrolle über die Bereiche deines Lebens zurückzugewinnen, die du vielleicht unbewusst aufgegeben hast. Viele von uns gehen durch das Leben und folgen Mustern, die wir von unserer Umgebung übernommen haben, ohne zu erkennen, dass wir dabei Stücke unserer eigenen Macht abgeben. Dies kann in unserer Karriere passieren, in Beziehungen oder in unserer persönlichen Entwicklung. Aber heute wirst du beginnen, das Ruder wieder zu übernehmen. Diese Meditation ist so gestaltet, dass sie dir sowohl als friedliche Einschlafhilfe am Ende deines Tages als auch als stärkende Meditation zu jeder anderen Tageszeit dienen kann. Nutze sie, um in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu gleiten oder um dir während des Tages einen Moment der Besinnung und inneren Stärkung zu gönnen. Und wenn du dich nach Bewusstwerdung, Heilung und Transformation sehnst, dann besuche mich auf meinen dreitägigen Retreats. Alle Informationen findest du unter chakratunes.com. Und auch hier der kleine Hinweis, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam in die Rauhnachtszeit eintauchen werden. Die Rauhnächte sind eine magische Zeit und wir werden ab dem 21. Dezember jeden Abend ein Video zu den bestimmten Themen der Rauhnacht teilen. Und wenn du soweit bist, dann lege oder setze dich hin. Wenn du diese Meditation zum Einschlafen nutzt, mach es dir jetzt ganz bequem in deinem Bett. Lösche das Licht. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Komme mit deinem Bewusstsein zu deinem Körper. Und atme tief ein und aus. Und spür mal, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr in deinen Körper hinein entspannen darfst. Lege eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauch. Spüre die Berührungspunkte und schenke dir selbst hier und jetzt Ruhe, Liebe und Geborgenheit. Kraft deines eigenen Willens. Falls du sehr viel Energie und Fokus in deinem Kopf hast, dann lasse nun zu, dass deine Aufmerksamkeit und deine Energie wie Treppenstufen hinab in deinen Körper wandern. Stell dir einfach mal vor, wie wäre es, wenn deine ganze Energie auf einmal in deinem Herzen und deinem Schoßraum ruhen würde? Und nun stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug Licht ein- und dann auch wieder Licht ausatmest.
Und wenn du dich ganz besonders in deinem Herzen verankern möchtest, dann atme Licht in dein Herz ein und aus. Stell dir das einfach vor. Und genieße für einige Lichtatemzüge deine eigene Präsenz. So, und da du nun hier angekommen bist, lass uns beginnen. Wie viel deiner vollen Macht lebst du momentan? Bei einer Skala von 0 bis 100 und 100 ist, du lebst deine volle Macht. Welche Zahl kommt dir in den Sinn? Vielleicht kommt dir auch keine Zahl in den Sinn, sondern du hast einfach nur einen Körper und ein Bauchgefühl. Das ist okay. Nimm einfach alles wahr, ohne es zu werten. Es gibt kein besser oder schlechter oder eine gute oder richtige Zahl. Nimm es einfach mit Interesse wahr. Ah ja, so ist das also gerade. Denke nun daran, ruhig und gleichmäßig zu atmen, während ich dir einige Fragen stelle, und schenke ganz besonders deinen ersten Impulsen Achtung. In welchen Lebensbereichen gibst du deine Macht ganz besonders ab? Und warum? Wurde dir das vielleicht so in deiner Familie vorgelebt? Was sind deine Gedanken und Glaubenssätze zu diesem Bereich oder diesen Bereichen? Wähle dir nun einen Lebensbereich aus, in welchem du dir deine Macht wieder zurückholen möchtest. Sehr gut. Und nun lausche mal in dich hinein. Warum habe ich meine Macht abgegeben in genau diesem Bereich?
Auf welche Art und Weise hat es mir gedient? Oder dient es mir nach wie vor? Was habe ich davon, meine Macht abzugeben? Denn wir tun ja alles aus einem gewissen Grund. Das heißt, ein Anteil von dir glaubt, dass es eben besser für dich und dein Leben ist, wenn du deine Macht abgibst. Lass uns nun ein Gespräch mit genau diesem Anteil führen. Rufe nun innerlich oder laut genau diesen Anteil, der in diesem Lebensbereich die Macht abgibt. Stell dir vor, dieser Anteil sitzt dir nun gegenüber. Mach das spielerisch, ja? Spiel einfach mit deiner Fantasie und nimm das alles nicht so streng. Der Anteil muss dir auch nicht ähnlich sehen. Vielleicht ist es ja eine Fantasy-Figur oder irgendetwas anderes. Gestatte dir das. Es kann auch sein, dass es ein Anteil ist, den du von deiner mütterlichen oder väterlichen Ahnenlinie übernommen hast. Gut. Du sitzt deinem Anteilswesen nun gegenüber. Nun spür mal in deinen Körper. Wo kannst du diesen Anteil in dir wahrnehmen? Frage nun diesen Anteil: Wie alt bist du? Woher kommst du? Und was willst du von mir? Wieso meinst du, dass es sicherer ist, wenn ich meine Macht abgebe? Und dann frage den Anteil: Was brauchst du von mir, um dich sicher zu fühlen? Was ist dein Bedürfnis? Atme für einige Momente und verarbeite die Informationen, die du gerade empfangen hast. Nimm die entstandene Atmosphäre wahr.
Spür einfach hin und nimm die Gefühle wahr. Vielleicht hast du etwas ganz Neues über dich verstanden. Denn wisse, selbst wenn du bewusst von einem sich wiederholenden Muster in deinem Leben total genervt bist, dient genau das doch immer einem Anteil von dir auf unbewusster Ebene. Und es ist wichtig, das zu ehren. Wenn du nun das Bedürfnis deines Anteils kennst, dann frage dich: Wie kann ich für diesen Anteil sorgen? Frage den Anteil auch direkt: Was kann ich konkret für dich tun? Wie kann ich dir deine Bedürfnisse erfüllen? Und dann frage auch: Wie möchtest du dich fühlen? Erinnere dich an das Bedürfnis deines Anteils und fühle in deinem Körper, was genau dieser Anteil möchte. Wenn es vielleicht Sicherheit oder Geborgenheit ist, dann lasse nun zu, dass sich in dir ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit ausbreiten darf. Nimm den Anteil in den Arm und schenke und bade ihn oder sie in genau diesem Gefühl. Gib ihm das, was er sich wünscht. Erklärst nun deinem Anteil, dass du jetzt wieder die Führung übernimmst und dass es nun sicher für euch beide ist, wenn du dir deine Macht zurückholst und sie lebst. Du kannst dafür folgende Worte verwenden oder natürlich auch deine eigenen. Ich werde mich von nun an gut um mich kümmern, während wir gemeinsam diesen Bereich meines Lebens verändern. Ich verstehe, dass du in deinem Sinne das Allerbeste für mich getan hast. Doch ich lebe nun bereits in einer ganz anderen Realität und es ist nun sicher für mich, meine Macht
zu leben. Atme ganz entspannt ein und aus und beobachte, was sich in dir bewegt. Es kann sein, dass dein Anteil inzwischen ganz anders aussieht, da ihm oder ihr nun Gehör geschenkt wurde. Wenn du eine Veränderung möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich vor allem um die Anteile kümmerst, die Angst vor dieser Veränderung haben und unerfüllte Bedürfnisse. Denn das sind Anteile, die vielleicht vollkommen im Dunkeln deines Unterbewusstseins liegen. Umarme deinen Anteil nun noch einmal und sieh, wie dieser Anteil nun in deinem Herzen mit dir verschmilzt. Nimm das wahr. Diesen Moment der Integration. Lege eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauch und nimm nun noch einmal ganz bewusst wahr, wie du dich gerade fühlst. Nun danke dir selbst, dass du dir Zeit für dich und deinen Anteil genommen hast. Von nun an wird es dir leichter fallen zu bemerken, wenn in diesem Lebensbereich dein Anteil das Ruder in die Hand nimmt. Es können natürlich auch mehrere Anteile sein. Doch du weißt nun, wie du mit ihnen kommunizieren kannst. Und vor allem kennst du das Bedürfnis deines Anteils. Immer wenn du in diesem Lebensbereich in alte Muster verfällst, dann schenke genau diesem Anteil von dir ganz viel Liebe und was immer auch der Anteil gerade braucht. Und habe Geduld mit dir und nimm es mit Humor. Genieße alle Facetten deines Lebens, denn ein unterbewusster Teil von dir empfängt immer, was er möchte, selbst wenn du das bewusst ganz schrecklich und einschränkend findest. Während wir uns nun dem Ende dieser meditativen Reise nähern, bist du an einem Punkt angelangt, an dem du eine Wahl treffen kannst. Wenn du dich bereit fühlst, die Meditation zu beenden, dann nimm dir einen Moment Zeit, deine Augen zu öffnen. Dehne dich sanft. Und kehre mit neuer Energie und Klarheit in deinen Alltag zurück. Spüre, wie du deine Macht zurückerlangt hast, bereit, den Tag mit Stärke und Zuversicht zu meistern. Solltest du dich jedoch entscheiden, in den Schlaf überzugehen, um diese Zeit der Ruhe zu verlängern,
dann wisse, dass die folgenden Affirmationen dich durch die Nacht begleiten werden. Sie werden leise im Hintergrund spielen, deine Gedanken mit Positivität nähren und tief in dein Unterbewusstsein sinken, während du schläfst. So kann der Samen der Veränderung, den du heute gepflanzt hast, weiterhin in dir wachsen. Entspanne dich. Lass alle Muskeln los. Ja, lass alles los. Lass die inneren Bilder einfach fließen. Spüre die Wärme in deinem Körper. Lasse dich von dem wohligen Gefühl der Entspannung umhüllen. Lasse alles los. Gib dich hin. Während die Affirmationen beginnen, deine Träume mit Kraft und Positivität zu durchdringen. Ruhe wohl und mögen deine Träume dich auf der Reise zu deiner wahren Macht begleiten. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich
Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen.
bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich
gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig.
Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein. Feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben.
bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin.
Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes.
Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein.
setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen.
Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten.
Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig.
Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir stark und gleichzeitig sanft zu sein. Ich feiere jeden Schritt, den ich mache, um meine wahre Macht zu entfalten. Ich gehe mutig in Richtung meiner Ängste und überwinde sie. Ich bin das Licht in meinem Leben und strahle dieses Licht in die Welt hinaus. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich habe die Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich bin berechtigt, meine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Ich vertraue auf meine Fähigkeit, die besten Entscheidungen für mich zu treffen. Ich bin stark, widerstandsfähig und voller Selbstvertrauen. Ich setze meine eigenen Grenzen. Ich wähle, in meiner vollen Macht zu leben. Jeder Tag bietet mir eine neue Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen und zu leben.
Ich bin der Schöpfer meiner Realität und gestalte sie mit Liebe und Weisheit. Meine Gedanken und Gefühle sind kraftvoll und bedeutsam. Ich bin würdig, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erfahren. Ich erlaube mir, in allen Aspekten meines Lebens erfolgreich zu sein. Ich setze meine Grenzen mit Klarheit und Respekt. Ich erkenne meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten an und nutze sie weise. Ich stehe zu meiner Wahrheit und drücke sie aus. Ich bin mutig. Meine innere Weisheit leitet mich. Ich akzeptiere und liebe mich vollständig und bedingungslos. Ich lasse alle Ängste los, die mich daran hindern, in meiner Macht zu stehen. Ich bin verbunden mit dieser unendlichen Quelle der Kraft und des Mutes. Ich verdiene es, gehört und gesehen zu werden. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle. Ich erlaube mir, stark und gleichzeitig sanft zu sein.